Gute Laune im Gepäck und auf nach Erkner. Bei der zweiten Ausgabe des Löcknitz-Trails der Turngemeinde in Berlin geht es wieder ordentlich her. Aber jeder hat ein Lächeln im Gesicht. Die Strecke war super, kann ich nur empfehlen. Also wer andere Märsche kennt, kommt hierher. Schöne kurze Strecke, kann man richtig Tempo machen. Auf dem Jakobsweg entlang geht es für die knapp 200 StarterInnen auf nach Erkner. Dabei bietet die Turngemeinde in Berlin zwei unterschiedliche Streckenlängen an. Entweder 30 Kilometer ab Fürstenwalde-Spree oder die etwas kürzere Variante mit 19 Kilometern ab Hangelsberg. Je nachdem, für welche Variante man sich entscheidet, kann der Trail gelaufen oder gewandert werden. Also wir freuen uns ganz sehr auch auf die Unterstützung, die wir bekommen haben hier von der Stadt Erkner und von der Stadt Fürstenwalde, dass wir das durchführen könnten. Auch an die Förster nochmal einen herzlichen Dank, dass wir dort auch die Strecke durch den Forst laufen dürfen. Immerhin führen die Strecken durch insgesamt 5 Forstgebiete. Gelaufen oder gewandert wird hauptsächlich entlang der Spree und Löcknitz auf Wanderwegen. Für den Trail ist zwar kein besonderes Können erforderlich, trotzdem hat er streckenweise ganz schön in sich. Natürlich durch Stock und Wald muss man dann auch mal laufen. Es ist halt ein Trail, ne? Also das ist nicht ganz ebene Straße. Man muss da schon gut konzentriert durchlaufen. Aber natürlich lassen sich die LäuferInnen ihre gute Laune nicht nehmen. Und wer ein bisschen mehr Zeit hat, der wandert ganz entspannt und hat zwischendurch auch noch Zeit für das ein oder andere Fotomotiv. Für genug Abwechslung ist aufgrund der unterschiedlichen Streckenbedingungen auf jeden Fall gesorgt. Direkt an der Löcknitz lang, wurzeliges Gelände, ein bisschen hoch, ein bisschen tief, einfach wunderschön bei dem tollen Wetter heute. Es hat einfach Spaß gemacht. Ziel ist das Erich-Demmeritz-Stadion im Sportzentrum Erkner. Hier endet die Strecke für den Löcknitz-Trail und seinen kleinen Bruder. Bis man aber da ist, wird es noch ein letztes Mal tricky. Besonders an ihr sind vor allem die letzten 10 Kilometer, dieser hügelige Löcknitz-Trail mit den vielen Wurzeln und Single-Trails, der ist besonders spaßig, aber auch sehr anstrengend. Also der anstrengendste Streckenteil. Und auch nach 30 bzw. 19 Kilometer haben die Finisher im Sportzentrum Erkner ihre gute Laune nicht verloren. Anschließend werden noch die besten Läuferinnen und Läufer geehrt. Die wohlverdiente Medaille gibt es aber für alle. Alle wissen auch, was sie getan haben. Alle haben ihr Lachen nicht verloren. Alles in allem also ein gelungener Tag.